Ich rufe auf den Einzelplan 08, Hilfsministerium für Soziales und Integration. Und es beginnt für die SPD-Fraktion der Kollege Gerhard Merz. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Einzelplan 08 steht auch in diesem Jahr, wie nicht anders zu erwarten und nach Lage der Dinge auch richtig, unter den Vorzeichen der Situation im Zusammenhang mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. Und ich stehe noch unter dem Eindruck einer Reise in den Libanon vor anderthalb Wochen, in der vorletzten Woche. Und ich möchte deshalb beginnen mit ein paar Gegenüberstellungen. Das Land Hessen hat 6,2 Millionen Einwohner und beherbergt zum gegenwärtigen Zeitpunkt 75 Millionen Flüchtlinge. Der Libanon ist halb so groß, 75.000. Der Libanon ist halb so groß, hat 4 Millionen Einwohner und beherbergt 1,05 Millionen syrische Flüchtlinge alleine. Das ist die offizielle Zahl. Die inoffizielle Zahl dürfte deutlich größer sein. Und es ist hinzuzuzählen noch eine Zahl von palästinensischen Flüchtlingen, die nach Hunderttausenden zählt. Das Land Hessen wird in diesem Jahr 1,6 Milliarden € für diese 75.000 Flüchtlinge ausgeben. Das ist gut und richtig. Für den Libanon hat die internationale Staatengemeinschaft zugesagt an Unterstützung für ein Land, das von Krisen geschüttelt ist, im Gegensatz zu unserem. Wir haben das jetzt hier oft genug gehört. 2,6 Milliarden Dollar einmalig. Davon ist noch keine Milliarde eingetroffen. Das Land Hessen erstattet den Kommunen beim Landesausgleichsgesetz eine Pauschale von 1.000 Euro, roundabout. Im Libanon lebt eine Familie von Leistungen des World Food Programms von 27 Dollar pro Kopf pro Monat. Das ist die Gegenüberstellung. Warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil die Tatsache, dass das, was wir mit dem Begriff Flüchtlingskrise zusammengefasst haben in den letzten Jahren in der Bundesrepublik Deutschland und auch in Hessen an Dramatik deutlich verloren hat, dass uns das aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass die Flüchtlingskrise in anderen Ländern der Welt und in anderen Weltgegenden nach wie vor hochdramatisch ist und dass das Flüchtlingselend leider weit davon entfernt ist, gelindert, geschweige denn beseitigt zu sein. Und das, meine Damen und Herren, ist eine der Dinge, warum ich sage, dass dieser Haushalt in seinen Prognosen auf nicht so furchtbar sicherem Grund steht. Das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, sondern das ist die Beschreibung eines objektiven Sachverhalts, weil niemand zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auf mittlere Sicht sagen kann, wie sich die Krisenherde dieser Welt entwickelt werden. Niemand weiß, wie die Situation, wie es in Syrien weitergeht. Niemand weiß im Moment, wie es im Libanon weitergeht. Niemand weiß, wie es in Afrika weitergeht, wo im Moment die Flüchtlingsströme zunehmen und Syrien an Bedeutung abgelöst haben in den Zugangszahlen. Niemand weiß, was in der Türkei geschehen wird. Die Situation in der Türkei ist in zweierlei Hinsicht für unsere Lage von Bedeutung, nämlich einmal die Auswirkungen auf das Flüchtlingsabkommen und zum anderen die Tatsache, dass die inneren Verhältnisse in der Türkei bereits jetzt zu einem erkennbaren Ansteigen der Flüchtlingszahlen aus der Türkei selber geführt haben. Die Türkei taucht mittlerweile unter den ersten fünf Ländern bei dem Zugang auf. Und dies ist etwas, meine Damen und Herren, was uns Sorgen machen muss über die Beratung des Haushalts hinaus. Ich gehe davon aus, dass bei all den Unwägbarkeiten trotzdem die sicherere Annahme ist, dass die Flüchtlingszahlen im nächsten Jahr nicht ansteigen werden. Ich gehe davon aus, dass die, also das ist der sicherere Safe Guess sozusagen, der Safer Guess, dass die 300.000, die bundesweit geschätzt werden, dass das in etwa realistisch sein könnte. Ob das aber bedeutet, dass die Bestandszahlen in Hessen und in der Bundesrepublik Deutschland signifikant zurückgehen werden, ist eine ganz andere Frage und bleibt abzuwarten. Deswegen, das will ich an der Stelle sagen, wir haben das auch schon bilateral ausgetauscht, fand ich den Antrag der Kollegen von der FDP mutig. Ich will nicht sagen tollkühn, aber ich fand es mutig zu glauben, in dieser Situation könne man 100 Millionen € aus dem Etat des Einzelplans 8 für Flüchtlingsbetreuung streichen. Ich glaube nicht, dass das
zum gegenwärtigen Zeitpunkt vernünftig prognostiziert werden kann, angesichts nach wie vor bedeutender Leistungen des Landes in der Erstunterbringung und bei der Ausstattung der Kommunen im Wege des Landesausgleichsgesetzes, des Landesaufnahmegesetzes. Entschuldigung. Dieses sind, und das will ich dann zu den etwas doch sehr hochgestimmten Äußerungen aus den letzten Tagen sagen. Sie rühmen sich, und ich bin auch der Auffassung, dass es eine großartige Leistung ist des gesamten Landes, des Bundes, der Länder und der Kommunen, dass wir mit dieser Frage ordentlich umgegangen sind. Aber jetzt einfach zu sagen, wir leisten uns das oder so, ist ja nun nicht ganz richtig, sondern gerade im Einzelplan 08, in anderen Einzelplänen ist es anders, folgt die Aufgabe ja den Zahlen. Und die meisten Ausgaben, die wir haben, sind sowohl eine humanitäre als auch eine rechtliche Verpflichtung. Ich will wiederholen, ich will das alles nicht geringschätzen, das wissen Sie. Aber ich will doch darauf hinweisen, dass es hier um das Erfüllen von gesetzlichen Verpflichtungen letzten Endes geht. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Ausgaben im Bereich der Erstunterbringung. Das gilt auch für das nach dem Landesaufnahmegesetz. Und Sie, Herr Minister, haben ja gestern auch darauf hingewiesen, dass die zusätzlichen Ausgaben im Bereich der Kindertagesstätten im Grunde linear den gestiegenen Zahlen von Kindern folgen und nicht etwa sozusagen zunächst einmal bedauerlicherweise einer Verbesserung der Qualität in diesem Bereich. Meine Damen und Herren, was auch zur Wahrheit gehört und was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist in den letzten zwei Tagen der Debatte, ist, dass der Bund zur Bewältigung der Lasten, der finanziellen Lasten aus der Flüchtlingskrise, wenn ich jetzt einmal diesen Begriff weiternehme, doch sehr erheblich beigetragen hat. Wir haben versucht, im Zuge der Haushaltsberatungen das nachzuvollziehen, die Aufstellung, die uns zugesagt worden ist, welche Bundesmittel in welcher Höhe, wo vereinnahmt worden sind und wo verausgabt worden sind, haben wir leider nicht bekommen. Ich habe einmal versucht, das überschlägig zu rechnen. Ich komme zu einer Summe von zwischen 600 und 700 Millionen €. Das ist jetzt einmal eine ganze Menge. Das will ich einfach einmal sagen. Und es gehört zur Ehrlichkeit dazu, zu sagen, dass zu Recht, aber durchaus auch auf Drängen der SPD, auch das will ich an dieser Stelle einmal sagen, weil bisweilen ja gefragt wird, wo ist eigentlich unser Beitrag, das war er unter anderem bundesweit, auf Drängen der SPD sich die Auffassung durchgesetzt hat, dass die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen eine gesamtgesellschaftliche und eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, zu der alle Ebenen beizutragen haben. Und es gehört zur Ehrlichkeit auch in einer Haushaltsdebatte dazu, dieses einmal festzustellen, und zwar dankbar festzustellen. Ich will damit sagen, wir sind, was die Flüchtlingssituation angeht, glaube ich, insgesamt alle miteinander auf dem berühmten guten Weg. Die Krise hat an Schärfe verloren. Sie ist nicht mehr dramatisch. Die Menschen haben eine Unterkunft. Sie ist nach wie vor nicht immer gut. Aber auch daran arbeiten alle. Und deswegen bleibt es auch dabei, dass wir diesen Weg als Opposition hier im Hessischen Landtag konstruktiv begleiten, dass wir Fragen stellen, dass wir Anregungen geben werden und dass wir da, wo wir als Kommunen, wo wir in den Kommunen oder sonst wo Verantwortung tragen, uns dieser Verantwortung auch stellen werden. Und deswegen haben wir auch in der und wegen der anfangs beschriebenen, ich komme auch ohne Klatschen aus, das ist ganz okay. Wegen der anfangs beschriebenen, nein, weil die Kollegen immer darauf warten, dass ich mal eine Pause mache. Deswegen. Also, wegen der anfangs beschriebenen Schwierigkeiten, die Flüchtlingsströme tatsächlich zu beschreiben, deswegen haben wir nach längerem Überlegen darauf verzichtet, hier Anträge zu stellen, insbesondere keine Kürzungsanträge zu stellen, weil ich glaube, dass das in der gegenwärtigen Situation nicht verantwortbar wäre, weil ich auch glaube, um diesen einen konkreten Punkt noch zu sagen, dass es klug und richtig ist, angesichts der Unwägbarkeiten, Kapazitäten gerade auch in der Erstaufnahme aufrechtzuerhalten. Zweiter Punkt. Es ist hier viel vom Investitionsbegriff die Rede gewesen. Ich denke, dass Investitionen in die Sozialpolitik in der Tat als Investitionen aufzufassen würden. Da rennt man bei mir und bei uns insgesamt offene Türen ein. Und deswegen haben wir unseren Antrag auf Aufstockung der Mittel in die soziale Infrastruktur dieses Landes auch ausdrücklich als Investition begriffen und wollen ihn so verstanden haben, in Ergänzung zu dem, was
die Landesregierung und die sie tragende Koalition im Wege des Sozialbudgets zur Verfügung stellen. Ich will jetzt die ganze Kritik am Sozialbudget hier nicht wiederholen. Ich halte dafür, dass es nicht ausreichend ist. Ich halte vor allen Dingen dafür, dass es dynamisiert werden müsste. Auch dazu sollen die 11 Millionen €, die wir beantragt haben, einen Beitrag leisten, weil die Kostenentwicklung nicht stillsteht und weil in der Tat die soziale Infrastruktur unseres Landes auch vor dem Hintergrund, aber nicht nur vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise, einer dringenden Erweiterung und Runderneuerung bedarf. Der große Punkt und das Zentrum unserer Haushaltsanträge im Bereich des Sozialen und der Jugend ist ein neuerlicher Vorstoß im Bereich der Gebührenbefreiung für den Besuch von Kindertagesstätten. Wir haben hier einen Haushaltsantrag vorgelegt, und wir werden im nächsten Jahr einen neuerlichen Gesetzentwurf in den Hessischen Landtag einbringen, und wir werden einen Stufenplan entwickeln, einen Stufenplan, dessen Ziel es ist, die vollständige Befreiung von Eltern von Kindertagesstättengebühren zu ermöglichen. Und dieser Stufenplan wird dann einbeziehen können die Ergebnisse der Reform des Länderfinanzausgleichs. Wir sind in diesem Zusammenhang in der Tat, mein Fraktionsvorsitzender hat das gesagt, gespannt darauf, was die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen vorlegen werden, um das Versprechen des Ministerpräsidenten, der ja gesagt hat, wenn, dann, tatsächlich einzuhalten. Wir sind der Auffassung, dass wir jetzt schon, und das haben wir haushaltsmäßig hinterlegt, dass wir jetzt schon einen Schritt machen können, hin auf 2 gebührenfreie Jahre, das vorletzte und das letzte Kindergartenjahr, und zwar Ganztag. An dieser Stelle haben wir auch eine Konsequenz gezogen aus den Anhörungen, aus den Diskussionen zu unserem Gesetzentwurf in diesem Jahr und gehen hier einen Schritt weiter, auch in der Erwartung, dass eben ab 2020, wie uns wohl bewusst ist, Mittel aus dem reformierten Länderfinanzausgleich zur Verfügung stehen werden, und auch wissend, dass weitere Mittel zur Verfügung stehen werden. Die FAZ berichtet am 16. November dieses Jahres über eine Verabredung zwischen dem Ministerpräsidenten der Länder und der Bundesregierung über die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frühe Bildung, die sich darauf verständigt hat, eine bessere Relation zwischen Kindern und Fachpersonal zu erreichen, eine gezielte und effektivere Sprachförderung und eine Gebührenentlastung für die Eltern zu erreichen und dafür insgesamt in der Endstufe 10 Milliarden € des Bundes für die Länder zur Verfügung zu stellen, beginnend 2018, so steht es hier, 2018 mit 1 Milliarde €. Dann sagen Sie, was falsch daran ist, Herr Minister. In jedem Fall, Sie kommen ja irgendwann dran. Wenn jetzt sagen Sie es mir hinterher. In jedem Fall sind auch an dieser Stelle die Voraussetzungen für einen weiteren Schritt in diese Richtung günstiger denn je. Und selten ist auch die Notwendigkeit für einen solchen Schritt deutlicher geworden als je zuvor. Wenn Sie sich die kommunale Landschaft, ich könnte Ihnen jetzt 3, 4 oder 5 Beispiele alleine aus dem engeren Umfeld im Landkreis Gießen nennen. Wenn Sie sich die kommunale Landschaft angucken, dann sehen Sie überall, dass Gebührenerhöhungen im Bereich der Kindertagesstätten in erheblichem Umfang getätigt werden, weil die Kommunen nach wie vor nicht so ausgestattet sind, dass sie darauf verzichten können, weil sie vom Land mit den Schutzschirmvereinbarungen, alles das ist hier oft diskutiert worden, geradezu gedrängt werden, die Kindertagesstättenbeiträge zu erhöhen. Das macht teilweise 30% aus. Es gibt mittlerweile Zahlen von 260 € für einen Halbtagsplatz. Lieber Kollege Gerhard Merz, ich will nur mal ganz kurz darauf hinweisen, nach der internen Buchhaltung. Das ist ein bisschen über der Zeit. Da sind mehr als 12 rum. Das macht aber nichts. Trotzdem ist es lang. 13, 14 sind rum. Ja, wir haben ja was dazugegeben, aber jetzt lang. Ne? Ich bin davon ausgegangen, Herr Präsident, dass ich eine Meldung bekomme, wenn die 12 Minuten vorbei sind. Aber im Grunde war ich auch am Ende meiner Ausführungen. Angesichts dieser Situation, da steht nur, wie viel Gesamtzeit noch ist.
Angesichts dieser Situation ist nicht nur die Möglichkeit gegeben, hier einen Schritt weiter zu gehen, sondern es ist auch aus familienpolitischen und aus kommunalpolitischen Erwägungen heraus die dringende Notwendigkeit, das zu tun. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Kollege Gerhard Merz. Das Wort für die CDU-Fraktion hat der Kollege Dr. Ralf Norbert Bartelt. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor einem Jahr sahen wir alle in der Haushaltsdebatte die Aufnahme der Flüchtlinge als die größte Herausforderung. Mehr als 1.000 Flüchtlinge pro Tag trafen in Hessen ein. Täglich gab es Gespräche zwischen Land und Kommunen über neue Erstaufnahmeeinrichtungen. Die Verhandlungen zwischen dem Land und den Kommunalen Spitzenverbänden über eine auskömmliche Pauschale waren in der Endphase. Diese Aufgaben wurden alle bewältigt, und in Hessen besser als in anderen Ländern. Es gab keine Obdachlosigkeit. Zelte wurden bald wieder abgebaut. Sporthallen werden wieder von Schulen und Vereinen genutzt. Land und die kommunale Familie vereinbarten die Pauschale, eine der höchsten im Ländervergleich. Heute kommen nur noch 50 Flüchtlinge pro Tag nach Hessen. Die Integration der Menschen, die hier bleiben, ist jetzt die Herausforderung. Und auch hier ist Hessen beispielgebend. Nur Hessen hat einen umfassenden, nachhaltigen Aktionsplan zur Integration der Flüchtlinge unter Bewahrung des Zusammenhalts der Gesellschaft. Wir werden diesen Aktionsplan mit 1,6 Milliarden € im Haushalt ausstatten. Hierbei gibt es keine Einschränkungen in anderen Bereichen der Sozialpolitik. Die Schuldenbremse bleibt. Hierfür danken wir der Landesregierung, insbesondere Finanzminister Schäfer und insbesondere Sozialminister Grüttner. Der Aktionsplan betrifft nahezu alle Einzelpläne. Im Einzelplan 08 sind dies zusätzlich zu den Erstaufnahmeeinrichtungen, die unbegleiteten minderjährigen Ausländer und dem Landesaufnahmegesetz vor allem die Förderung von Integration durch zusätzliche Deutschkurse, berufsspezifische Sprach- und Arbeitsmarktförderung und bürgerschaftlichem Engagement. Für diesen Förderungskomplex werden die Haushaltsmittel im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Im Einzelplan 08 wird Sozialpolitik bedarfsgerecht weiterentwickelt. Von herausragender Bedeutung ist natürlich die Unterstützung der Kommunen und frei gemeinnützigen Träger bei der Finanzierung der Kindertagesstätten. Für Kinderbetreuung werden 435 Millionen € eingestellt, pro Kind so viel wie nie zuvor. 4.300 Einrichtungen profitieren hiervon in Hessen. Da nunmehr fast alle Träger nach dem Kinderförderungsgesetz abrechnen, wissen wir, wie die Zusatzpauschalen wirken. Qualitätspauschale, Schwerpunktpauschalen, kleine Gruppenpauschalen. Mehr als 90% der Einrichtungen erhalten den Zuschlag für die Anwendung des Bildungs- und Erziehungsplans. Mehr als 50% bekommen die Pauschale für einen vermehrten Zuwendungsbedarf der Kinder wegen eines Migrationshintergrundes oder einkommensschwacher Familien. Für 500 Einrichtungen mit nur einer Gruppe werden im ländlichen Raum die Zusatzpauschale geleistet. In fast allen Gemeinden besteht mindestens ein Angebot der inklusiven Betreuung. Dies dokumentiert, meine Damen und Herren, die erfolgreiche Umsetzung eines flächendeckenden Angebotes, der Wahlfreiheit der Eltern und der Anhebung der Qualität der frühkindlichen Bildung. Und wir verstehen unter Qualität das Anstreben gleicher Startchancen bei Schulbeginn, das Ausgleichen von Defiziten etwa in der Sprache oder im Sozialverhalten. Das ist die Umsetzung unseres Koalitionsvertrages. Und das ist ein anderer Ansatz als eine obligatorische Vorschule, etwa wie der École maternelle im Nachbarland. Und wir werden diesen Weg fortsetzen, insbesondere auch nach der Evaluation des KIföG unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse.
Meine Damen und Herren, die Förderung der Familienzentren wird verstärkt. Fast 150 Familienzentren erhalten bis zu 12.000 € im Jahr. Sie entwickeln sich etwa aus einer Kindertagesstätte oder einem Seniorencafé. Durch ein familienbezogenes Konzept, Aufbau von Netzwerken, werden sie zu einem Familienzentrum. Und sie festigen den Zusammenhalt der Generation, und sie sind ein aktivierendes regionales Angebot. Durch den demografischen Wandel, das häufigere Auftreten demenzieller Erkrankungen und den Anstieg von Einpersonenhaushalten ist der Bedarf an gesetzlichen Betreuungen in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Die Berufsbetreuer und die Betreuer in karitativen Organisationen leisten ganz ausgezeichnete Arbeit. Ein erhöhter Unterstützungsbedarf besteht insbesondere durch vermehrte präventive Beratung. Die Beratung von Angehörigen vor Eintreten des Betreuungsfalles vermeiden oft die angeordnete Betreuung durch das Gericht durch eine fremde Person. Daher haben die Koalitionsfraktionen diesen ergänzenden Etatantrag gestellt. Frauenhäuser, Schuldenberatungsstellen und Anlaufstellen für Opfer sexueller Gewalt werden auch in diesem Haushalt über das Sozialbudget finanziert. Das Sozialbudget garantiert über die gesamte Legislaturperiode die Zuwendung. Meine Damen und Herren, die Förderung der Investitionen hessischer Krankenhäuser wurde in diesem Jahr von der projektbezogenen Einzelförderung auf die Pauschalförderung umgestellt. Die Krankenhäuser haben jetzt mehr Entscheidungsfreiheit und mehr Planungssicherheit. Das Bewilligungsvolumen alleine im Rahmen dieser pauschalen Mittelzuweisung bleibt stabil bei 145 Millionen €. Wir begrüßen Überlegungen im Sozialministerium, in diesem Rahmen finanzielle Anreize zu setzen, in Krankenhausverbünden arbeitende Krankenhäuser verstärkt zu fördern. Der Hessische Gesundheitspakt zur Sicherung der ambulanten medizinischen Versorgung wird in größerem Umfang fortgesetzt. Das Land stellt insgesamt über vier Jahre 4 Millionen € zur Verfügung. Es werden Praxisansiedlungen im ländlichen Raum, Stärkung der Allgemeinmedizin schon in der Aus- und Weiterbildung der jungen Mediziner gefördert. In Gesundheitsnetzen kooperieren Kommunen, Ärzte und Pflegedienste. Diese Projekte werden in Modellregionen seit 2014 gefördert. Wegen des Erfolges sollen sie von 2,2 Millionen € auf 3 Millionen € erhöht werden. Beispielsweise in Frankfurt wird ein Projekt zur Früherkennung der Demenz, in Fulda zur Optimierung der Wundversorgung pflegebedürftiger Menschen unterstützt. Weiter wollen wir zum Wohle der Patienten moderne Technologien im Rahmen des E-Health-Gesetzes auf Landesebene fördern. Das sind nur einige Beispiele. Meine Damen und Herren, dieser Haushalt dient insgesamt dem Zusammenhalt der Gesellschaft. Er hat Schwerpunkte in Hilfen für Menschen, die die Unterstützung benötigen, die Hilfe benötigen. Es ist eine aktivierende Sozialpolitik. Er fördert so auch die Akzeptanz der Integrationsmaßnahmen, da sie eben nicht zulasten schwacher Menschen der aufnehmenden Gesellschaft gehen. Abschließend danken wir allen, die beruflich oder ehrenamtlich Dienst am Menschen leisten, in Kindertagesstätten, Krankenhäusern oder in Altenheimen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Bartel. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dem Dank an die zuletzt Genannten kann ich mich unmittelbar anschließen. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Aufgabe, die auch immer wieder zu berücksichtigen. Dem Dank an die Regierung, mich anzuschließen, fällt mir da deutlich schwerer, weil ich denke, eine Regierung, die im Sozialbereich einen Teil von dem
zurückgibt, was eine Vorgängerregierung, die zu wesentlichen Teilen aus denselben handelnden Personen gestanden hat, den Menschen erst einmal weggenommen hat, und zwar ziemlich radikal weggenommen hat. Sich bei der zu bedanken, halte ich für äußerst überflüssig an der Stelle, das in aller Deutlichkeit zu sagen. Ich möchte mich auch auf einige Punkte heute konzentrieren, da die Sozialpolitik insgesamt, glaube ich, deutlich zu groß ist, um alles aufzurufen, was hier angesagt wäre. Da würde die gesamte Redezeit nicht reichen. Aber auch ich will ein bisschen was zum Krankenhaus sagen, auch wenn ich weiß, dass das erst im Einzelplan 17 kommt. Wir werden unseren überarbeiteten Gesetzantrag zum Kinder- und Jugendhilfegesetz wieder einreichen, mit dem wir die Erhöhung der Pauschalen und die Freistellung der Eltern von den Beiträgen für die Betreuung der Kindertagesstätte fordern. Dieser Antrag, der sich auch in unseren Haushaltsanträgen wiederfindet, hat zwei Ziele. Eltern von kleinen Kindern sollen entlastet werden, und zwar sehr zielgerichtet. Das macht sich im Geldbeutel bemerkbar, zumindest bei denjenigen, die Beiträge bezahlen müssen. Wir haben vorhin vom Kollegen Merz schon ausführlich gehört, wie sich die Beiträge in der letzten Zeit entwickeln. In den anderen Fällen entlasten wir die Kommunen von der Übernahme der Beiträge. Es ist nämlich nicht so, dass wir damit niemanden entlasten würden, weil da die Eltern nicht betroffen sind, sondern es sind unmittelbar die Kommunen betroffen, und zwar finanziell und logistisch, von der Eintreibung der Beiträge, von der komplizierten Berechnung, wenn es Staffelrabatte gibt und so weiter. Die Pauschalen werden vereinfacht, was noch einmal zur Einsparnis im administrativen Bereich führt. Alles Geld für unser mindestens gleichrangiges Anliegen für eine bessere Qualität in den Kindertagesstätten soll damit zur Verfügung gestellt werden. Und die Kommunen brauchen dringend mehr Spielräume, um mehr Personal besser bezahlen können. Letztendlich tragen wir damit auch zur Gleichheit der Lebensverhältnisse im Land bei, weil inzwischen in jeder Kommune andere und immer komplexere Tarife für die Elternbeiträge gelten. Eigentlich bestechend, diese Herangehensweise. Das müssten sogar Sie von den Regierungsfraktionen zugeben, wenn Sie bereit wären, das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Leider sehe ich das in nächster Zeit nicht. Mein zweites Thema ist die Gesundheit im Krankenhaus. Herr Minister Grüttner, Sie haben vor kurzem eine nette Kampagne für mehr Hygiene in den Kliniken vorgestellt. Patientinnen und Patienten sollen entsprechend informiert werden. Das ist eine schöne Idee, wenn man nicht weiß, dass die Hygienemängel ganz oft einfach Folge von Personalmangel sind. Wenn die Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken gar nicht die Zeit haben, um die Vorschriften einzuhalten, sich oft genug die Hände zu waschen und all die Dinge anzuwenden, die anzuwenden sind, dann stimmt doch etwas grundsätzlich nicht. Im Gesundheitswesen stimmt vieles nicht. Es gibt aber eine Schraube, an der tatsächlich die Landesregierung drehen kann. Es ist nicht nur Bundesangelegenheit. Sie kann die Investitionen im erforderlichen Maß an die Krankenhäuser weitergeben. Ich habe mich deutlich gegen die Pauschalierung der Investitionsmittel damals ausgesprochen, und heute wissen die Kliniken immer noch nicht, wie viel sie für dieses Jahr zu erwarten haben. Eventuell ist es ja etwa 1 Million pro Jahr. Dank der aktuell niedrigen Zinsen kann man etwas mehr tilgen, man kann etwas mehr aufnehmen, wenn man denn kreditfinanziert arbeiten will. Aber das sind alles keine wirklich großen Sprünge. Und was ist mit den Kliniken, die vor der Reform nicht mehr zum Zuge kamen und grundlegend sanieren und investieren müssten, es aber eigentlich gar nicht möglich ist im Moment? Die haben sozusagen Pech gehabt und werden mit auf den Krankenhausstrukturfonds verwiesen, mit dem in Hessen defizitäre kleine Krankenhäuser, Stationen und Betten abgefragt werden. In anderen Bundesländern wird der Fonds durchaus zur Strukturveränderung und Stabilisierung von Kliniken beitragen. Hier in Hessen sind aber leider nur die Blattmacher am Werk, und das, Herr Minister, darf so nicht sein, weil Sie selber den Nachweis angetreten haben. Ich sage hier nur einmal Lindenfeld zum Beispiel. Ich sage einmal Altfeld zum Beispiel. Und die Beispiele kann man lange weiterführen. Sie haben kein Interesse, Krankenhäuser zu retten. Sie haben das gegenteilige Interesse, und den Nachweis treten Sie immer wieder an. Fragen Sie die Bevölkerung in den Regionen, die wird Ihnen das sagen. Ich glaube nur, da trauen Sie sich nicht hin, um mit denen zu reden. Da reden Sie vielleicht gerade noch mit den Politikern. Dann kommt da noch das Psychisch-Krankenhilfegesetz, das jetzt schon eingebracht ist. Und wenn man den Grundsatz ambulant vor stationär tatsächlich ernst nimmt, muss man eine ambulante Struktur stärken und weiterentwickeln. Dazu müsste man mehr Geld in die Hand nehmen. Allein die Gesundheitsämter in die Lage zu versetzen, dieses Gesetz umzusetzen, braucht viel mehr Geld, als in der Haushaltsstelle hinterlegt ist.
Schließlich haben die Gesundheitsämter schon seit Jahren Schwierigkeiten, für das Salär, das sie dort zahlen, überhaupt noch qualifiziertes Personal zu bekommen. Und das wird doch auch nicht besser werden in der Zukunft, sondern man muss, wenn man hier mehr haben will an ambulanter Versorgung, an Verantwortung durch die Gesundheitsämter, die sie hier übernehmen sollen, die auch in die Lage zu versetzen, dass sie das umsetzen können. Ich bin sehr für diese ambulant vorstationär. Ganz und gar. Aber dann muss man ambulante Strukturen schaffen, die das ermöglichen, und nicht ein Gesetz, das aber im Grunde so ausgehöhlt ist, weil die Strukturen nicht da sind, dass am Ende doch wieder stationär greift. Und damit hat man es dann gelöst und kann sagen, auf dem Papier haben wir alles ordentlich gemacht, jetzt müssen die das vor Ort noch ordentlich machen. Das ist doch doppelbütig. Ich meine, wir wissen aus anderen Bundesländern, dass es anders geht. Wir haben auch in Hessen erste Erfahrungen mit Home Treatment gemacht. Die sollten alle eingezogen werden. Der offene Dialog, der weitgehende Verzicht auf stationäre Einrichtungen und Zwangsbehandlungen und vieles mehr ist doch am Ende interessant und gut für die Menschen, aber auch wirtschaftlich. Aber da müssen wir auch hinkommen. Und dann würde auch ich gerne noch ein paar Worte über die Flüchtlingsaufnahme in diesem Lande verlieren. Und damit meine ich nicht nur die Unterbringung, die da in Hessen unzureichend organisiert ist. Geflüchtete, die neu bei uns in Hessen sind, benötigen Orientierung und Begleitung. Sie müssen auf die Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorbereitet werden oder benötigen Beratung bei psychosozialen Problemen. Im Zusammenhang mit sozialleistungsrechtlichen Fragestellungen bei der Familienzusammenführung oder beim Zugang zum Arbeitsmarkt. Herr Minister, Sie schütteln den Kopf und sagen, hier sei alles gut. In meinem Büro vor Ort wird seit einiger Zeit ehrenamtlich eine Flüchtlingsberatung gemacht. Die ist proppevoll. Ich frage Sie, warum, wenn hier alles gut ist. Ich würde wirklich gerne dazu kommen, dass wir das nicht brauchen, weil Sie das gut organisieren. Nein, es wird ehrenamtlich gemacht, Herr Minister, ehrenamtlich von Menschen, die ein Interesse daran haben. Und der Bedarf ist hoch. Nehmen Sie das ernst. Und ich denke, dass diese ehrenamtliche Arbeit wirklich hoch wertzuschätzen ist. Da bin ich wieder am Anfang. Aber wir müssen das Ganze auf professionelle Füße stellen. Denn das ist von vielen Ehrenamtlichen auch nicht mehr leistbar. Wir haben überall den Druck, den die auch zum Ausdruck bringen und wo sie sagen, das schaffen wir eigentlich gar nicht mehr, aber wir fühlen uns so in der Verantwortung. Asylsuchende sind bei ihrer Ankunft in Deutschland oft stark traumatisiert. Hier setzt ihnen das prekäre Leben in den deutschen Flüchtlingsunterkünften weiter zu. Sie leben auf engstem Raum, in Armut, mit primitiven Sanitäreinrichtungen, Sachleistungen und Essenspakete. Die dringend benötigte psychotherapeutische Behandlung, die erhalten sie leider nur im Einzelfall. Grund hierfür ist, dass wir eine Minimalregelung beim Asylbewerberleistungsgesetz haben und natürlich die geringe Zahl an verfügbaren Therapieplätzen in Hessen. Wir meinen aber, dass alle in Deutschland lebenden Menschen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus eine würdige gesundheitliche und auch psychotherapeutische sowie psychosoziale Versorgung erhalten müssen. Hierzu bedarf es einer flächendeckenden Versorgungsstruktur. Mit einem Modellprojekt in Darmstadt ist es nicht getan. Die vorhandenen Strukturen im Rhein-Main-Gebiet müssen verstärkt. Zusätzlich sollten drei weitere Zentren in Nord-, Mittel- und Südhessen eingerichtet werden. Meine Damen und Herren, Geflüchtete müssen mit der selbst für viele Juristinnen und Juristen schwer zu durchschauenden Materie des Asylrechts und des Aufenthaltsrechts zurechtkommen. Mit den Asylrechtsverschärfungen der vergangenen Monate wurden drakonische Sanktionsmechanismen und kaum noch als rechtsstaatlich zu bezeichnenden Rechtsmittelfristen eingeführt. Wir meinen, dass eine gute juristische Beratung in diesem sich in Eiltempo verändertem Rechtsgebiet elementar ist für Menschen, die Abschiebung in Krieg und Folter riskieren. Daher fordern wir Mittel für eine unabhängige Asylverfahrensberatung in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen und den ihnen zugeordneten Außenstellen, insbesondere für die Vermittlung von Informationen zum Asylverfahren, für Hilfestellungen bei der Asylantragstellung und Informationen zu Verfahren gemäß dem Dublin-III-Verordnung. Sicher gibt es zu dem Einzelplan 08 noch mehr zu kritisieren. Völlig unzureichend sind die Maßnahmen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. Kurzfristige Projekte sind immer noch die Regel. Ein öffentlicher Beschäftigungssektor, der Menschen, die schon lange arbeitslos sind, eine gute, unbefristete Arbeit gibt, von der sie leben können, wäre eine sinnvolle Maßnahme. Erwerbslose und ALG-II-Empfängerinnen brauchen vor Ort
gut erreichbare, unabhängige Beratungsstellen. Auch dies wäre eine Möglichkeit für die Landesregierung, Menschen zu unterstützen, die am Rande der Gesellschaft stehen, aber inzwischen schon 10% der Menschen in Hessen darstellen. Ich habe unlängst lernen dürfen, dass allein im Kreis Hersfeld-Rotenburg die Beschäftigungsquote sehr gut ist, die Menschen aber zu 25% im Niedriglohnsektor arbeiten. Das heißt, wir haben eine programmierte Altersarmut in dieser Region zu erwarten, und es dürfte nicht die einzige sein. Und ich glaube, dem muss man sich sehr schnell und sehr intensiv zuwenden. Dauerbrenner bei meinen Themen, wie immer, sind die Altenpflegeschulen und deren unzureichende Finanzierung. Was bei den Schulen auf völliges Unverständnis stieß, war die Tatsache, dass das Geld im laufenden Haushaltsjahr gar nicht ausgegeben wird, obwohl die Schulen ihre Nöte der Landesregierung immer wieder vorgetragen haben. Die Anhörung zur Reform des Schwangerschaftskonfliktberatungsgesetzes zeigt deutlich, dass die Finanzierung der Beratungsstellen nicht ausreichend ist, sondern dazu beiträgt, dass die Mitarbeiterinnen, die oft Teilzeit arbeiten, mit Altersarmut rechnen müssen. Dies nur ein Beispiel dazu, dass die Aussage nicht stimmt, dass die Landesregierung keinen Einfluss auf die Löhne und Gehälter habe. Ich habe in meiner Rede nur einige Beispiele genannt, die Erzieherinnen und Erzieher, die besser bezahlt werden könnten, wenn die Kommunen mehr Geld hätten, die Pflegekräfte, die ihre Arbeitszeit, Lebensarbeitszeit und tatsächliche Wochenarbeitszeit verlängern könnten, wenn der Stress am Arbeitsplatz nicht so hoch wäre, weil mehr Personal da ist, die Mitarbeiterinnen in den sozialen Einrichtungen, die mit Arbeitslosigkeit zu tun haben, die mehr verdienen würden, wenn ihre Arbeitsplätze unbefristet wären, die Mitarbeiterinnen in den Beratungsstellen, wenn die Landesregierung auch die Zahlung in die Betriebsrente finanzieren würde. Das wäre eine sinnvolle Sozialpolitik, die zu mehr sozialem Frieden statt Spaltung der Gesellschaft beitragen würde. Da, meine Damen und Herren von der Regierung, haben Sie noch viel vor sich. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Bocklet von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Schott, ich habe gehört, Sie sind krank und haben deshalb so leise geredet. Ich wünsche Ihnen gute Besserung, aber ich hatte in der Tat Probleme, Sie gut zu verstehen, akustisch natürlich nur, aber ich wünsche Ihnen gute Genesung trotz alledem. Ich glaube, im Namen aller. Bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sozialpolitik, Einzelplan 08, steht natürlich die Frage im Raum, für wen machen wir Sozialpolitik, wen wollen wir erreichen, was sind die Ziele. Ich will es nicht zu lange machen, wir alle sind schon recht erschöpft. Aber der Satz, der alles überlagert ist, es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, sondern wo du hin willst, der vom Handwerk jahrelang benutzt wird, umschreibt ganz gut die Schwerpunktsetzung der von CDU und GRÜNEN getragenen Landesregierung. Wir wollen allen Menschen in Hessen, Chancen für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben eröffnen, unabhängig davon, welche soziale oder geografische Herkunft sie haben. Denn egal warum und welche Menschen bislang nicht ausreichend an unserer Gesellschaft teilhaben können, für den gesellschaftlichen Zusammenhang ist entscheidend, dass sich niemand ausgegrenzt fühlt und sich alle mit Respekt begegnen. Und ich füge noch einmal hinzu, das ist nicht eine Frage ausschließlich von Flüchtlingen oder Ausländern, sondern es geht um die Frage, wer in dieser Gesellschaft abgehängt ist, wer sozialpolitisch, bildungspolitisch nicht die Möglichkeit hat, voll integriert zu werden oder wem die Teilhabe an der Gesellschaft versagt ist. Und deshalb versucht Sozialpolitik, die hessische Sozialpolitik, genau dieses in den Blick zu nehmen. Und für den Teilbereich im Einzelplan 08 haben wir deshalb zwei wesentliche Schwerpunkte gesetzt. Der eine ist das Sozialbudget, das fortgeschrieben wird. Dort können wir jetzt feststellen im zweiten Jahr, dass wir in vielen Bereichen Infrastruktur gestärkt haben, Angebote verbessert haben, die jetzt auch in die Umsetzung kommen, weil viele Mittel abfließen, weil viele Verträge geschlossen werden. Und ich sage an dieser Stelle noch einmal erwähnt, die Frauenhäuser wurden gesichert und gestärkt. Viele Interventionsstellen für Gewalt gegen Frauen wurden ausgebaut. Beratungsstellen für Opfer sexueller Gewalt wurden neu geschaffen. Wir haben die Schuldnerberatungsstellen wieder neu finanziert. Die Gemeinwesenarbeit wurde neu
gefördert. Und wir haben ein Programm für Langzeitarbeitslose, für über 1.000 Langzeitarbeitslose Mittel zur Verfügung gestellt. All das zeigt, wir haben mit dem Sozialbudget genau eine Infrastruktur und Angebote verbessert, damit allen Menschen, so gut es eben geht, auch eine Teilhabe an der Gesellschaft gesichert ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wie meine Vorrednerinnen und Vorredner auch, ist natürlich die Herausforderung der Stunde die Frage, wie gehen wir mit den ganz vielen Zugewanderten, Zugeflüchteten jetzt tatsächlich um. Und ich glaube, wenn wir von dem Aktionsplan 1 noch einmal kurz in Erinnerung rufen, 1,3 Milliarden Euro, was dort alles finanziert wurde. Die Erstaufnahmeeinrichtungen haben einen unglaublich guten, hohen Qualitätsstandards erhalten. Wir haben dort jetzt in Gießen eine Ankunftsstraße, die es in wenigen Tagen erlaubt, dass tatsächlich schnell eine Registrierung von allen Geflüchteten vorgenommen werden kann. Wir haben das Ehrenamt wird bezuschusst über die Kommunen. Wir haben Sprachkurse eingerichtet in allen Bereichen, von den Kindergärten angefangen über Schulen, junge Erwachsene bis hin zu Erwachsenen insgesamt. Wir haben das Wohnen gestärkt mit 1 Milliarde. Das bedeutet, dass man 10.000 Wohnungen für 30.000 Menschen bezuschussen kann. Es wurde in die Fort- und Weiterbildung investiert. Es wurden Integrationslotsenprojekte noch einmal gestärkt. Das WIR-Programm wurde ausgebaut. Die Arbeitsmarktprogramme, all das haben vieles davon meine Rednerinnen und Redner schon beschrieben. All das war im Aktionsplan richtig und wichtig, weil es darauf reagiert hat, was die Herausforderung der Stunde war. Vieles war zunächst improvisiert, und dass die Frage war, wie kommen wir von einer Willkommenskultur zu einer Integrationsstruktur. Das hat der Aktionsplan, wie ich finde, entscheidend in Angriff genommen. Und mit 1,3 Milliarden Euro ist es bundesweit der größte Aktionsplan. Nur Bayern mit 500 Millionen kommt noch annähernd an diese Summe heran. Alle anderen Bundesländer finanzieren selbstverständlich auch Aufgaben, aber nicht in dieser Ganzheitlichkeit und schon gar nicht in dieser Fülle. Allein dafür, finde ich, gilt es auch noch einmal, das zu würdigen, dass wir mit 1,3 Milliarden einen hervorragenden Aktionsplan 1 in dem Haushalt hatten. Aber ich finde vor allem bemerkenswert, dass CDU und GRÜNE nicht damit zufrieden waren, dass es so einen guten Aktionsplan gab, sondern dass man sich ganz offen und ehrlich mit ganz vielen Multiplikatoren und Akteuren der Frage gestellt hat, welche Lücken hat der Aktionsplan nach einem Jahr gezeigt? Wie kann er weiter verbessert werden? Und ich muss wirklich sagen, mit Stolz auch noch einmal wiederholen, dass was im Einzelplan 8 noch einmal verdeutlicht wird, dass wir nachbessern und noch einmal in die Tiefe gehen, vieles noch einmal intensivieren. Und ich will mal, was im Aktionsplan 2 steht, noch einmal vor Augen führen. Wir werden noch einmal etwas tun zur Vermittlung von gemeinsamen Wertebasis. Ein Thema, das ganz oft bei uns ankommt. Wir müssen den Diskurs führen über Wertevorstellungen von den Menschen, die zu uns kommen. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen zu Religionsfreiheit, zu Familienbildern, zur Frage zur Homosexualität, zu vielen anderen Werten, die diese Menschen mitbringen. Und wir müssen darüber einen Diskurs auf Augenhöhe führen. Aber das fällt nicht vom Himmel, das muss man organisieren. Deswegen hat die Landesregierung hier über 500.000 € zur Verfügung gestellt. Es wurde schon angedeutet vom Wirtschaftsminister, auch bei der Frage, wie wir noch einmal Hauptschüler dazu bekommen, dass sie einen Abschluss erhalten. Auch hier 70% für Flüchtlinge, 30% für in Deutschland lebende Hauptschulabgänger ohne Abschluss wurden noch einmal 1,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Wir haben noch einmal berufsspezifische Sprach- und Arbeitsmarktförderung, 400.000 im Wirtschaftsministerium und weit über 1 Million noch einmal im Sozialministerium zur Verfügung gestellt. Wir haben ein Forschungsvorhaben jetzt installiert für 70.000 Euro. Insgesamt wird das über 260.000 kosten, was sich mit der nachhaltigen Integration von Vorschulkindern befasst. Dazu gibt es, ich habe es schon angedeutet, auch das WIR-Programm, das bisher vorgesehen hat, zum einen mit Förderprodukten, indem man also vor Ort Maßnahmen mit Migranten machen kann. Zum anderen gibt es aber auch WIR-Koordinatoren, die diese Angebote vor Ort vernetzen. Dieses WIR-Programm wird noch einmal von 3,6 auf knapp 9 Millionen ausgebaut. Wir stellen eine zweite Möglichkeit von WIR-Koordinatoren zur Verfügung. Das ist neu und auch bundesweit einmalig, das dafür sorgen soll, dass wir ein integriertes Fallmanagement bekommen, das tatsächlich am Ende vorsieht, dass wir jeden Flüchtling, der zu uns kommt, tatsächlich die Möglichkeit von Begleitung oder Paten mit ehrenamtlichen oder professionellen Strukturen erhalten. Das wäre bundesweit einmalig, und da wollen wir hin. Das wird eine ganz harte Arbeit.
Arbeit. Aber dafür stellen wir jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt Mittel zur Verfügung, um das zu koordinieren, weil wir feststellen, dass nach den guten Situationen in der Erstaufnahmeeinrichtung, nach der Zuweisung in die Kommunen sich die Spuren diffus oder verlieren. Und deshalb wollen wir, dass alle zu uns Geflüchteten auch tatsächlich Angebote finden, die sie brauchen, ob Wohnung oder Ausbildung oder Jobcenter oder soziale Beratungsangebote oder Psychotraumabehandlung. Das ist ein ehrgeiziges Projekt. Dafür sind die Mittel zur Verfügung gestellt worden. Eine ganz entscheidende weitere Lücke, die wir versuchen zu schließen. Das BAMF hat, wie wir finden, vor 2 Jahren in unverantwortlicher Weise die Kinderbetreuung bei Sprachkursen eingestellt, was natürlich dazu führte, brauchen wir nur einmal die Organisation Berami fragen, signifikant dazu führte, dass Frauen in den Sprachkursen abgenommen haben, weil sie sagten, sie haben Kinder unter 3 Jahren. Sie können das nicht in Regeleinrichtungen geben, weil sie für 6 Wochen oder 8 Wochen in Regeleinrichtungen keine Unterbringung bekommen oder in Kindergärten. Dann sagen sie natürlich zu Recht, wir brauchen aber eine Kinderbetreuung. Berami hat das oft in ihrem Nachbarraum mit angeboten, konnte das nicht mehr. Führte dazu, dass viele Sprachkurse für Frauen nicht mehr stattgefunden haben. Und genau deshalb haben wir jetzt auch im Etat. Bitte? Die Zahl der Frauen. Die Anzahl der Teilnehmerinnen an den Sprachkursen hat abgenommen. Okay, die hat deshalb abgenommen, weil die Kinderbetreuungsfinanzierung vom BAMF eingestellt wurde. Das Land Hessen hat diese Lücke erkannt. Und ich freue mich, dass du dich so mit darüber freust, dass wir diese Lücke jetzt schließen, weil wir beide, glaube ich, einig sind in dem Anziel, dass wir die Beteiligung von Frauen an Sprachkursen erhöhen wollen, weil wir eben für Männer und Frauen gleichermaßen alle Geflüchteten es zukommen lassen wollen, dass sie eine gute Sprachförderung bekommen. Neu ist auch, dass wir die Migranten-Selbstorganisation stärken wollen. Das finde ich eine sehr kluge Ansatz, weil wir feststellen, dass das Peer-Group-System, wie das früher hieß, viel besser funktioniert, wenn ehemalig Geflüchtete mit Aufenthaltsstatus mit den Neugeflüchteten zusammentreffen und sagen, worum es in diesem Land geht, was hier passiert, wo man seine Wege findet und auch mit ihnen diskutiert. Ich finde den Ansatz sehr richtig, dass das auch gefördert wird. Das wurde bisher noch nicht gefördert. Die Beispiele, die jetzt so langsam mehr und mehr entstehen, diese Selbsthilfeorganisationen, sie zu fördern mit 400.000, ist ein guter Ansatz. Auch das finde ich sehr löblich, und es schließt auch die Anfragen von verschiedenen Selbsthilfeorganisationen, die um Förderung bitten, damit sie ihre Aufgaben koordinieren können. So, nun haben wir noch zum Schluss, wir arbeiten das. Herr Kollege, ich darf Sie an die angemeldete Redezeit erinnern. Ich kann mein Versprechen an den Kollegen May nicht anhalten, deswegen komme ich zum Schluss. Wir erweitern die Gemeinwesenarbeit, wir erweitern um viele weitere Punkte, auch die Städtebauförderung sei noch einmal erwähnt, auch der Ankauf von Belegungsrechten. All das ist ja ein ganzheitlicher Ansatz, der beschreibt, wir wollen allen Menschen in diesem Land Sozialpolitik zuteilwerden lassen, weil wir wollen, dass sie alle nicht abgehängt werden. Wir wollen, dass sie alle Teilhabe und Integration finden. Deswegen ist das ein ganzheitlicher Ansatz von der Sprache über die Berufsausbildung bis zu den Wohnen. All das wollen wir mit der Sozialpolitik. Ich finde, dass Schwarz und Grün hier eine sehr gute Sozialpolitik in den Haushalt verzeichnet hat. Ich danke Ihnen recht herzlich. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich sage es gleich am Anfang, ich werde wahrscheinlich etwas über der Redezeit sein, aber da wir noch viel Reserve haben, glaube ich, ist das nicht so schwierig. Für den Wissenschaftsbereich bleibt sicherlich genug. Ich will am Anfang auf den Kollegen Merz noch einmal eingehen. Ich werde das erst einmal mit aufhören, wenn der Kollege Merz etwas adaptiert, was ich hier vortrage, und das dann zu seinem eigenen macht. Er hat ja darauf hingewiesen, dass er erwartet, dass der Bund künftig 10 Milliarden Euro einbringt in den gesamten frühkindlichen Bereich, dass das sozusagen im Raum steht. Und hat er natürlich auch im Hinblick auf die von der SPD geteilte Bundesregierung da auch noch einmal darauf hingewiesen. Das ist alles sehr schön. Aber Herr Merz, bitte, würde mich freuen, wenn Sie hier auch immer noch einmal den Satz von mir aufnehmen würden. Es ist kein Geschenk an die Familien, dass wir mehr für die Kinderbetreuung aufnehmen. Ich weiß, dass ich nicht im Dissens dazu Ihnen stehe, aber ich würde mich freuen, Sie würden das hier auch in Ihre Rede mit aufnehmen. Es ist kein Geschenk an die Familien, dass der Staat hier mehr Geld ausgibt,
sondern diese Familien, die frühkindliche Betreuungseinrichtungen nutzen, nutzen die meistens deshalb, damit beide Elternteile arbeiten gehen können. Und sie erwirtschaften da Steuereinnahmen und Sozialabgaben, die ein großer Vorteil für diese Gesellschaft sind, für unseren Staat sind und eine wichtige Leistung auch darstellen. Und es ist kein Geschenk des Staates an diese Familien, sondern es ist ein Teil der Unterstützung, dass diese Familien eben ihr Gesellschaftsbild leben können. Und das würde ich gerne mal hier festhalten, weil an der Stelle es nicht so ist, dass diese Familien keine Einkommen keine Steuereinnahmen erwirtschaften, Sozialbeiträge, sondern es ist leider so, dass die Kommunen nur 10% der Steuereinnahmen verbuchen, die dadurch erwirtschaftet werden, und 90% davon bei Bund und Land landen. Und darum ist es auch folgerichtig, wenn die Bundesregierung sich stärker an der Finanzierung dieser wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe beteiligt. Und darum ist es auch folgerichtig, dass dieses Geld hier in die Länder, zu den Ländern kommen muss und von den Ländern dann in die Kommunen und von den Kommunen dann eben auch in diese Einrichtungen, die dann ihre Qualität und ihr Angebot verbessern können. Das ist folgerichtig, das ist auch angemessen, das bestreite ich nicht, das unterstütze ich, aber es ist kein Almosen und es ist auch kein großes Geschenk für diese Familien, sondern es ist ein Teil dessen, was ihr entsprechend erbracht werden soll. Ich habe, wenn ich jetzt zum Sozialetat komme und zu dem, was die Landesregierung hier geleistet hat, da gibt es Licht und Schatten. Licht und Schatten, dann ist man, wenn man in der Rede beginnt, immer erst einmal bei der Frage, was mache ich jetzt? Lobe ich jetzt erst einmal oder kritisiere ich erst einmal? Ich habe mir gedacht, ich wechsle ein bisschen ab. Ich fange an der Stelle einmal mit dem Bereich der Integrationspolitik an. Integrationspolitik, da gab es hier mal eine Fraktion, die FDP-Fraktion, die hat das ganz oben auf die politische Agenda gesetzt. Die hat hier Modelle entwickelt, hat hier Programme entwickelt, hat die politische Agenda in dem Bereich gestärkt. Ich glaube, da waren wir im großen Einvernehmen. Manche haben gesagt, man müsste noch mehr machen, man müsste sich deutlich mehr anstrengen, müsste mehr Geld noch finanzieren. Aber ich glaube, es ist unbestritten, wenn ich mir den bekenntnisorientierten Religionsunterricht ansehe, ist unbestritten, da gab es große Leistungen der Vorgängerregierung, die hier übernommen wurden. Es wurden Staatssekretär in einem Sozialministerium extra deshalb etabliert. Und jetzt kommt meine Kritik. Herr Staatssekretär, was machen Sie? Ich habe nach kleinen anfangssymbolpolitischen Auftritten leider hier keine Initiativen mehr entsprechend erkennen können, die es rechtfertigen würden, einen Staatssekretär in einem Ministerium zu beschäftigen. Ich kann Sie nur auffordern, entweder verkaufen Sie Ihre Politik besser oder machen Sie mehr Politik in diesem Sinne. Hier ist mehr Leistung gefordert. Und hier kann ich auch nur sagen, als Abgeordneter der FDP-Fraktion, da wünsche ich mir ganz dringend bei dieser Aufgabe mehr Engagement wünschen. Und jetzt komme ich mal zu einem positiven Teil. Und das ist der ganze Themenkomplex des Asyls und der Bewältigung dieser großen Herausforderung in diesem Jahr, aber auch im Vorgängerjahr. Herr Minister, kann ich, glaube ich, hier mit großer Übereinstimmung sagen, schwierige Phase, schwierige Zeit, große Herausforderungen mit großem persönlichen Engagement. Ich muss vielleicht das Regierungspräsidium Gießen noch einmal in besonderer Weise hervorheben, auch den ehemaligen Regierungspräsidenten. Das können Sie wahrscheinlich noch viel deutlicher würdigen. Was hier geleistet worden ist, was hier auch kompetent umgesetzt worden ist, hat unsere Anerkennung, Herr Minister Grüttner. Da sind wir auch dankbar, dass wir hier Sie an der Stelle hatten und dass Sie diese Herausforderung gut gemeistert haben. Ich glaube, so ein Lob kann man hier auch einmal deutlich machen. So, jetzt komme ich bei der Frage Asyl natürlich jetzt auch wieder zu einem anderen Bereich. Und die Macht der großen Zahlen ist noch lange keine gute Politik. Nur sich für eine hohe Zahl, eine große Zahl, 1,6 Milliarden € zu sagen, das reicht schon. Das ist sozusagen, ich gebe hier so viel Geld aus. Das ist schon ein Beleg dafür, dass ich entsprechend gute Politik und ein gutes Konzept habe. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Und wir sind auch mittlerweile in einem Bereich, wo man sagen kann, wir kommen von dem Notfallmodus zu dem Modus der Abarbeitung dieser schwierigen Phase. Auch da gestehe ich zu,
ist das Ministerium nicht untätig geblieben, aber mir fehlt der große politische Rahmen. Mir fehlt der große politische Rahmen. Und da, lieber Herr Minister Grüttner und Koalition hier in diesem Raum, es wird uns keine Integration gelingen. Und wir werden unglaublich viel Geld, diese 1,6 Milliarden, verbrennen, wenn es uns nicht gelingt, die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass die Menschen, die heute da sind, die die Voraussetzungen erfüllen, die auch hier bleiben wollen, die sich einbringen wollen in unsere Gesellschaft, und zwar produktiv einbringen wollen in unsere Gesellschaft, dass die auch die Möglichkeit haben, hier dauerhaft zu bleiben. Und solange diese Möglichkeit nicht geschaffen ist, solange diese Voraussetzung nicht geschaffen ist, liegt die grundsätzliche Voraussetzung der Integration und der Investition hier nicht vor. Und dann wird dieses Geld, was wir heute hier 1,6 Milliarden nur als Land Hessen investieren, wird verbrennen. Es wird an dieser Stelle nicht zukunftsfähiges Geld sein. Es wird Geld sein, das wir temporär hier investiert haben, aber es wird nicht nachhaltig genutzt werden. Und das kann man nur als ganz schlechte Politik bezeichnen. Wenn Sie nicht die Rahmen schaffen für eine echte Integrationsmöglichkeit der Leute, die heute bei uns sind, und wir gleichzeitig Berufsausbildung, Sprachförderung, was weiß ich, alles fördern, und dann sagen, jetzt haben wir mal ordentlich Geld investiert und morgen reißt ihr aus, da fragt uns doch hier in Deutschland irgendwann die Leute, was macht ihr da eigentlich? Was macht ihr eigentlich an der Stelle? Ihr legt hier 50 Millionen Programme an für Arbeitsmarktförderung, ihr legt da ein 30 Millionen Programm auf, die Bundesarbeitsagentur, die Kommunen, überall wird investiert. Und dann schicken wir die ganzen Leute wieder heim. Wir brauchen ein Gesetz, das es klar macht und deutlich macht. Wir brauchen ein Zuwanderungsgesetz, das klar macht, unter welchen Voraussetzungen die Menschen hier bleiben dürfen. Und da kann das Land Hessen auch initiativ werden und kann auch deutlich machen, dass sie diese Haltung teilt. Und ich finde auch, da muss ein CDU-Minister auch einmal deutliche Worte sagen, vielleicht macht er das ja in seiner Rede, ob er ein Zuwanderungsgesetz für notwendig für seine Partei hält oder nicht. Hier müssen wir endlich eine Lösung finden, weil sonst wird womöglich ein Großteil dieser immensen Summe, die deutschlandweit ausgegeben wird, wirklich versanden, wird Investition sein, die ins Nichts führt, weil wir dann, nachdem die Leute die Ausbildung hier beendet haben, nachdem wir investiert haben in Sprachunterricht, dann sagen, und jetzt reißt ihr morgen wieder aus. Das kann nicht zielgerichtete Politik an dieser Stelle sein. Und da kann ich die Landesregierung auch auffordern, hier mal auf Bundesratsebene und wo man politisch aktiv ist, tatsächlich aktiv zu werden. Und dann möchte ich an der Stelle noch einmal bei der Frage, wie setze ich das Geld vernünftig ein? Ich meine, wir alle Abgeordneten, denke ich, in den Wahlkreisen überall erkennen in ihren Diskussionen mit den Flüchtlingen, mit den Flüchtlingshelfern, mit den Arbeitsagenturen, mit den Kommunen, dass es immer noch nicht vernünftig funktioniert, Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Es gibt immer noch Probleme mit den Ausländerbehörden. Es gibt immer noch ganz konkrete Hinweise, wo wieder etwas nicht funktioniert, wenn man mit der Arbeitsagentur spricht, dass ein Förderprogramm wieder nicht für Flüchtlinge funktioniert. Immer und immer wieder stößt man als Abgeordneter, und ich denke, da spreche ich für die allermeisten hier im Raum, zumindest die, die in dem Bereich unterwegs sind, immer wieder auf diese Probleme. Und da nutzt es nichts, wenn ich 50 Millionen als Land einstelle, als 100 Millionen als Bund oder als Kreis oder wo auch immer, wenn wir diese Hürden nicht abbauen können. Und da muss ich sagen, da könnten wir schon ein Stück weiter sein. Und da bin ich auch der Meinung, da müsste sich meine Landesregierung klar darüber sein, machen wir es jetzt im Wirtschaftsbereich, machen wir es im Sozialministerium, wo machen wir die Förderung jetzt? Und ich sage es jetzt einmal aus der politischen Erfahrung. Herr Kollege Rock, ich möchte Sie an die Redezeit erinnern. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde ein bisschen überziehen. Vielen Dank für die Erinnerung, Frau Präsidentin. Aber es ist jedem, der unterwegs ist in der Landschaft, der weiß, wo die Fortbildungsangebote sind. Wir haben schon im SGB II große Probleme mit der Qualität der Träger. Wir werden da eine Menge Geld reinpumpen, aber dass das dann in irgendeiner Weise sinnvoll ankommt, habe ich immer wieder große Bedenken. Also, ich würde mir da ein einheitlicheres Vorgehen, einen einfachen Weg, der klar erkennbar und beschreitbar ist, dass das in unserer Struktur nicht möglich ist, ist schwierig für mich nachzuvollziehen. Also hier, wie gesagt, Licht und Schatten bei dem Thema Asyl. Aber ich glaube, das teilen hier viele, dass wir hier immer noch auf dem Weg sind, einen Prozess beschreiten. Und natürlich wird die Opposition immer sagen, Herr Minister, das kann schneller gehen. Und Sie werden immer sagen, Sie haben uns schon überholt. Aber
wir sind hier schon auf einem guten Weg, aber ich würde mir schon wünschen, dass gerade diese Probleme, die wir vor Ort immer wieder erleben und die einen zur Weißglut bringen können, und man dann immer nicht weiß, wo man hingehen soll, und dann sagt der eine, gehen Sie zu dem, die Ausländer, dass das immer noch nicht im Griff ist, das tut einem echt ein bisschen weh. Und da kann ich nur hoffen, dass das jetzt endlich in den Griff gebracht wird. Jetzt komme ich aber für mich und zu einer grundsätzlichen Kritik an diesem Einzelplan. Die grundsätzliche Kritik an diesem Einzelplan ist vielleicht schon in dem Namen des Haushaltes ein Stück weit festgelegt. Soziales und die Integration, das sind wichtige Themen des Einzelplans. Aber ich würde mir wünschen, da würde auch noch einmal frühkindliche Bildung stehen. Es würde auf diesem Umschlag auch frühkindliche Bildung stehen. Warum sage ich das? Warum sage ich das? In dem Sozialetat haben wir gesetzliche Leistungen abzuarbeiten. Wir haben auch ein bisschen freiwillige Leistungen, die sind nicht so üppig. Ist klar, ich erinnere mich noch an Zeiten, Herr Minister Grüttner, ich glaube, da waren wir mal mit dem Sozialetat bei gut 500 Millionen. Dann kam der Ausbau der Familie und Beruf, da haben wir ein bisschen aufgesattelt. Heute ist der Sozialetat bei 2 Milliarden Euro. Bei 2 Milliarden Euro. Und der Teil, den wir für Betreuung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgeben, ist ein großer Bereich. Aber ich möchte das noch einmal unterscheiden, liebe Kollegen auch von der SPD. Sie wissen, wir sind nicht im Dissens bei der Frage der Kostenfreiheit. Aber wir müssen auch immer, und das hat der Kollege Merz ja auch bei der Frage, wie groß sind die Gruppen, hier auch angesprochen, wir müssen aber immer die Frage auch der Qualität im Auge behalten. Das Thema der frühkindlichen Bildung. Und das ist ein Versäumnis der Koalition, das muss man hier schon feststellen. Es findet sich im Koalitionsvertrag zu diesem Thema nichts. Es findet sich nichts. Das ist ein schwarzes Loch bei Ihnen. Und das, was wir noch mit, das, schwarze Null, schwarzes Loch, wie auch immer, jedenfalls, es fehlt. Es fehlt aus unserer Sicht. Und das ist ein Versäumnis, was ich nicht nachvollziehen kann. Wir haben gemeinsam ein Steuerungsinstrument entwickelt, das Kinderförderungsgesetz. Es ist nicht unumstritten, aber es ermöglicht uns sehr gut, kindgenau Förderung zu adressieren, so wie man das in der Sozialpolitik eigentlich auch immer versucht. Und das ist ein gutes Instrument, an der Stelle auch zu sagen, wir können Förderungen einführen, wir können zumindest auch gewisse Bereiche ausfinanzieren, die wir wussten, da war nicht ausreichend Geld, da kann man noch nachlegen. Wir hätten an der Stelle auch noch ein bisschen mehr machen können. Aber der eigentliche Bereich der frühkindlichen Bildung, und da hatten wir Ansätze mit der qualifizierten Schulvorbereitung. Ich meine, ich habe es hier noch einmal mitgebracht. Dieses Projekt ist evaluiert worden. Ich denke, die meisten Abgeordneten, die sozusagen fachlich damit auseinandergesetzt haben, die kennen ja den Bericht. Ich will trotzdem noch einmal ein paar Zeilen mit Erlaubnis der Präsidentin daraus zitieren. Die Ergebnisse, die zusammengefasst worden sind, die Wirksamkeit dieses Modells, die Entwicklung der Kinder der Experimentalgruppe verläuft, also es sind zwei Gruppen, man hat sozusagen sich angeschaut, wie es bei den geförderten Kindern, den nicht geförderten Kindern verläuft, im Untersuchungszeitraum signifikant positiv als die Entwicklung der Kinder der Kontrollgruppe. Also signifikant besser die geförderten Kinder wie die nicht geförderten Kinder. Und wissen Sie, in welchen Punkten sie signifikant besser waren? Motorische Kompetenzen, soziale Kompetenzen, Sprache und Lesefähigkeit. Ganz wichtige zentrale Punkte. Und das ist ein Modell, das überhaupt erst am Anfang steht. Es wird auch darauf hingewiesen, dass bei sozusagen Weiterentwicklung dieses Ansatzes noch deutlich mehr zu erreichen ist. Und dann sage ich noch einmal das Thema auch an die Sozialpolitiker aller Fraktionen, das Thema Chancengerechtigkeit. Auch das wird hier besonders beleuchtet. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die jüngsten Kinder des Jahrgangs als auch die Kinder aus Familien mit niedrigem Ausbildungsstatus im Projektzeitraum von QSV profitieren konnten. Ihre Entwicklung verläuft in den Modellstandorten signifikant positiver als der Kontrollgruppe. Also auch gerade bei der Frage Chancengerechtigkeit, ich könnte es noch ganz viel weiter vorlesen, ist das eine hervorragende Entwicklung. Und es ist mit geringem Aufwand erst einmal auf den Weg gebracht worden. Der Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule. Hier geht es um Zukunftschancen für alle Kinder in unserem Land. Und dieses Projekt ist im Haushalt mit null aufgestellt. Es gibt so eine
sozusagen eine Fortführung in Form einer Schulung. Ich will sagen, wer die Sozialpolitik oder den Sozialetat auch als Zukunftsetat sehen will, und das sehen wir, als Investition in die Zukunft, dem muss klar sein, dass der Bereich der frühkindlichen Bildung unser Augenmerk verdient. Und wir können mit wenig Geld, mit wirklich überschaubaren Geldmitteln, ich rede hier nicht von Milliardensummen, von zweistelligen Millionensummen, können wir unglaublich viel erreichen in der Verbesserung der Qualität und in der Gewinnung von Zukunftschancen aller Kinder. Aller Kinder, ob jetzt Flüchtlingskinder, ob Kinder aus wohlhabenden Familien, Kinder aus der Mittelschicht oder Kinder aus den einfachen Verdienerbereichen. Und wenn wir einen Haushalt haben von fast 2,1 Milliarden Euro und sagen, wir sind bereit für eine Implementierung von QSV hessenweit, wenigstens 20 Millionen Euro oder 30 Millionen Euro dafür einzusetzen, das sind ja Prozesse. Und das, was wir für einen Hebel für die jüngsten Menschen in unserem Land dann hätten, was das für die Chancengerechtigkeit und die Chancen jedes einzelnen Kindes unseres Landes hätten, würde ich mir wünschen, dass die Landesregierung an diesem Punkt ein stärkeres Augenmerk auf die Zukunft der Kinder in unserem Land hätte, sich durchringen könnte, unserem Antrag zumindest in dem Bereich zuzustimmen. Dann würden Sie für die Kinder in unserem Land sehr viel Gutes tun und auch für die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rock.